Und hier geht's weiter zu unserem ganz besonderen Gegner. Okay, ich habe hier nicht mehr viel zu erzählen. Das habe ich das letzte Mal schon. Und hier bin ich ausgerüstet, soweit ich kann. Und Inventar ist alles in Ordnung. Wenn was ist, kann ich hier den Golem heilen und den Nefercar, je nachdem. Aber erst wenn sie nicht mehr hier sind, wenn sie sich in mein Inventar zurückgezogen haben. Also sie sind ja unsterblich, die beiden. Da muss ich mir nie Sorgen machen, von dem her. Jetzt geht's zu unserem Bossgegner, dann werde ich mein Mikro ausschalten und wie ihr wisst, ich will, dass meine drei Mitspieler im Moment alle überleben. Und Schwierigkeitsgrad, Option, wie versprochen, jedes Mal zeigen hier, schwer. Alles klar, und dann geht's los. Ich schalte das Mikro noch aus. Den Nefercar will ich bei mir haben. Ja, und hier warten ein paar neue Gefährten auf mich. Ich will natürlich, dass die auch überleben. Einerseits muss ich darauf schauen, dass ich meine Energie nicht so schnell verbrauche. Und entgegen meinen Vorsätzen, dass ich möglichst wenig Mana-Tränke und Heiltränke während des Kampfes benutze. Ja, hier bleibt mir nichts anderes übrig. Wie gehe ich jetzt hier am besten vor? Hier ist einer, den wir ansprechen können, aber der interessiert mich im Moment nicht. Nach dem Kampf können wir das immer noch machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielleicht sind hinter dann noch irgendwelche. Und auf jeden Fall, wenn ich in die Nähe dieses Gegners bin hier, Vampir Flammius, immun gegen Kristallverzeihung, Gifte, Gedankenzauber, Einschüchterung, Resistent gegen Feuermagie, auch sehr gut. Ich kann also mit Eismagie gegen ihn ankämpfen. Wenn jemand jetzt mit Feuermagie arbeitet, wäre es sehr gut, wenn er... wenn er diese einschalten oder diese Fähigkeit bereits hätte, dann müsste er mit dieser Fähigkeit kämpfen. Aber wie gesagt, es wird auch so schwer sein. Es wird auch so schwer sein. Es ist nicht sehr einfach. Also, Mikro aus und dann geht's los. Und wie gesagt, ich muss auf hier diesen Balken achten. Meine Mana-Vorräte und Heiltränke habe ich, glaube, für diesen Kampf habe ich genug. Ich hoffe es zumindest. Okay, dann geht's los. Du wirst hier deine Lehre lassen, du Bestie! Ah!
Ah, ja. Man sieht's, ja. So viele Schriftrollen hätte ich gar nicht benötigt beim Ronim, aber ich war nicht mehr sicher, wie oft, dass ich ihn wieder heilen müsste. Einige Tränke habe ich verbraucht, sehr viele sogar. Und meine zukünftigen Gefährten leben alle noch zum Teil wirklich am letzten Drücker hier. Ah, ja, ich bin nicht vorher geschafft. Ah ja, wunderbar. Ich glaube, bevor ich hier überhaupt weitermache, werde ich mich zurückziehen und nicht noch weitere Monster hier auf uns aufmerksam machen. Und wie viele Mitspieler habe ich hier? Ich kann das beinahe nicht. Ja, schön, ja, schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stimmt das? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ich kann es beinahe 10 oder 11. Ja, das sehen wir dann. Oder ist das der 11., glaube ich. Okay, ziehen wir uns zurück und dann versuche ich nochmal zu zählen. Oh, Moment. Ich bin aufgestiegen. Sofort hier ändern. Was gibt es defensiv? Verarzten auf jeden Fall. Oder andere. Hier könnte ich noch, das wäre mir noch lieber. Ja, wenn es bisher mit dem Verarzten geklappt hat, dann wird es auch jetzt noch klappen, da ich mich jetzt sowieso zurückziehen muss, bei, wenn ich jemand heilen möchte. Also werde ich das hier machen. Ich brauche wirklich viel mehr Geld als das, was ich im Moment habe. Im Moment habe ich 12%, jetzt habe ich dann 19%. 19%, sehr gut. Und das nächste Mal, oh, das sehe ich noch gar nicht. Also Vitalität. Oh, ich bin gleich 2 Stufen aufgestiegen. Sehr gut. Entwicklungspunkte 10, ja, das sind 2 Level. 1, 2. Und der Rest hier reinbuttern. 2,25. Ah, das sieht immer viel besser aus mit dem Mana-Vorrat. Ah, ja. Wunderbar. Sie leben alle. Doch noch schönes Erfolgserlebnis. Das hole ich mir nachher noch. Das bleibt hier liegen. Das verschwindet nicht. Und meine Rüstung ist zum Teil defekt. Wie viel habe ich hier? Nicht groß. Hier auch Reparatur. Und hier keine Reparatur. Also das hält sich in Grenzen mit den Reparaturkosten. Naja, so oft wird das nicht mehr vorkommen. Denn bald habe ich diese Kugel, diese diese Eiskugel über mir. Und dann wird ja alles über Mana abgerechnet. Auch Schaden an der Rüstung oder so fällt nicht mehr an bei mir. Das wird alles, jeglicher Schaden, den Grenzenschaden, alles wird zusammen auf Mana abgerechnet. Okay, genug geplappert, dann versuche ich meine Leute hier zu heilen. Schalte das Mikro wieder aus. Also nochmal die Leute zählen. Wie viel habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, doch 11. Ah, ja. Wen klicke ich am besten an? Hier kann ich nicht, hier kann auch nicht. Wen kann ich hier anklicken? Eduard hier, der ist am nächsten hier. Und ja, jetzt Pause. Sollten möglichst alle gleichzeitig geheilt werden. Na, hier der Johann. Johann nicht, glaube ich, sehe ich hier.
ich ihn nachher nochmal ansprechen oder anklicken und dasselbe weitermachen, bis alle wirklich geheilt sind. Das wird jetzt etwas dauern. Tja, ich schalte das Mikro aus, ich habe hier nicht weiter zu erzählen. Ja, sorry, es dauert halt ewig, aber wenn ich so weitergehen würde, würden diejenigen, die jetzt schon verletzt sind, den nächsten Kampf oder die nächste Begegnung mit einem Feind nicht überleben. Es geht gar nicht anders hier. Sollten alle möglichst immer folgenden Gesundheitsbalken bei sich haben, also aufweisen sollte ich eigentlich sagen. Jetzt gibt es noch andere, die verletzt sind, die noch zu weit wegstehen. Hier mit irgendeinem hätte ich doch reden können. Ich dachte mit dem Anführer. Der ist hoffentlich nicht gestorben. Mit dem Eduard hier. Jetzt. Nein. So. Dann ist noch hier einer übrig.
Also noch einmal alles zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sind wirklich 11. Und habe ich Schwierigkeitsgrad, habe ich das schon gezeigt? Ich glaube schon schwer. Zur Bestätigung. Also, jetzt können wir zurückgehen und die Gegenstände aufsammeln und dabei werde ich ja sehen, ob ich wirklich alle bei mir habe. Wenn dort eine menschliche Leiche rumliegt, dann war ich nicht so erfolgreich, wie ich eigentlich wollte. Hier liegt wirklich niemand. Ah, das ist... Ich bin wirklich erleichtert. Ich bin erleichtert. Okay. Das Gebiet etwas aufdecken hier. Möglichst klare Grenzen setzen, wo die Grenzen sind, damit ich mich später besser orientieren kann. Ja, dann schalte ich das Mikro wieder eine Zeit lang aus. Hier sehen wir bereits den nächsten potenziellen Mitspieler. Oh, hoffentlich überlebt er das. Ich glaube, er kann erst dann verletzt werden, wenn wir in seiner Nähe sind. Ansonsten gilt das einfach als Vorschau, was auf uns zukommt. Also die werden jetzt hier bis in die Unendlichkeit kämpfen. So war es bisher mindestens. Bis ich in die Nähe dieses potenziellen Reisegefährten stoße. Aber dieser Weg ist, soweit ich mich erinnern kann, noch recht weit. Da ist nicht einfach so, dass ich hier rumlaufen kann. Da werden wir noch unzählige andere Gegner vorher antreffen. Es ist also unmöglich, ihn jetzt schon zu retten. Das geht nicht, das ist unmöglich. Okay. Weiter, hier gibt es jede Menge Kisten, die ich noch öffnen kann. Die lasse ich im Moment stehen und werde sie dann zu einem späteren Zeitpunkt noch zurückkehren zu diesen Fässern und Kisten, was hier alles rumsteht. In erster Linie gilt es meiner Meinung nach, so schnell wie möglich nach vorne zu dringen und schauen, dass meine Begleiter etwas Abstand zu mir haben und dann werde ich an eine Barrikade rankommen.
und werde dort dann meinen Golem beschwören. Und hoffentlich werden das auch wieder, wird ja, das reicht auch alle überleben, wenn ich es einigermaßen geschickt anstelle. Okay. Mikro aus und weiter geht's. Ja, genau. Die sehen sehr feurig aus und man darf damit rechnen, dass sie gewisse Resistenzen gegen Feuermagie haben. Ich habe Gott sei Dank hier noch den Eismagie. Sollte es ein klein wenig besser gehen. Im späteren Verlauf des Spiels werden wir dann immer öfters auch auf Monster treffen, die resistent gegen Feuer und Eis sind oder Feuer und weiß was eben sind oder Äther, aber mit irgendeinem dieser Zauber Feuer oder Eis oder Feuer bin ich immer durchgekommen im großen Schwierigkeitsgrad. Das klappt also immer. Vorausgesetzt, dass ich dann diese Fähigkeit auch hier entwickelt habe. Eismagie, wenn jemand resistent ist, wenn ich die auf der Stufe 5 dann mal habe, ist das nicht mehr so wichtig. Wenn er mal Eisresistent und Feuerresistenz aufweisen sollte gleichzeitig, aber meistens ist es Eis und Äther oder Feuer und Äther. Naja, das werden wir ja sehen. Also ich möchte gern, dass ich an vorderster Front bin. Du bist so weit vorne. Also kurz zurückziehen und neu formieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, elf, ja. Okay. Jetzt Mikrofon wieder aus und dann geht's los. Da vorne warten noch jede Menge. Wir haben gesehen, nur schon dieser eine, wie heißen die überhaupt? Opalopus Hominarius, Nachtmonster. Immun gegen Gedankenzauber und Einschüchterung. Also sie sind sogar völlig immun gegen diese Ätherzauber. Ja, jetzt möchte ich gerne, dass ich diese... meine Kameraden hier... heilen kann. Ohne dass ich diese hier auf mich aufmerksam machen. Das ist etwas heikel und ich kann nicht versprechen, ob das wirklich klappt. Jetzt, wen kann ich am besten anklicken? Dass mir niemand hier in diese Richtung reinläuft. Der Golem, das stört mich nicht, wenn er etwas vorwärts geht. Johann. Und Pause-Taste beenden.
da ist noch jemand verletzt hier vorne. Muss ich etwas vorwärts gehen, ganz wenig. Hier. Und hier drüben sind auch noch zwei. Nein, 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 nein. Ach, das sind auch Idioten, das. Komm zurück. Ich bin dabei, euch zu heilen, Leute. Bleibt doch mal stehen. Läuft doch nicht immer sofort weg, ihr Trottel. Du bist ja nicht mehr zuvorderst. Jetzt noch diese drei. Und der Anführer hier vorne. Muss ich mich mit meinem Golem etwas in Front stellen und wieder mal vergessen, dass ich mich nicht verletzen will oder dass meine Rüstung kaputt geht. Aber das ist mir lieber, als dass hier irgendeiner stirbt. Das kann ich auf mich nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja. Wie mache ich das, dass nicht gleich alle kommen? Nur Schritt für Schritt. Den Golem habe ich nicht bei mir im Moment. Den muss ich noch hervorrufen, sobald es soweit ist. Okay, versuchen wir es mal. Ja, jetzt könnte ich mit ihm reden, aber das lasse ich im Moment, außer er ist auch noch verletzt. Ich habe vergessen, auf Anführer zu stellen. Deshalb war die Verletzung hier etwas groß, nur wegen diesen drei oder vier, oder wie viel das dann waren. Aber umso besser sind praktisch nur die verletzt worden. Okay, Edward, anklicken, so, jetzt bleibt... Oh! Da kommt hier wieder einer. Knapp noch gut aus. Jetzt hoffentlich nicht mehr. Meine drei fixen Begleiter. Die anderen werden dann hier irgendwie stehen bleiben. Die kommen nicht mehr mit. Bin mir allerdings wirklich nicht mehr sicher. Aber sobald diese drei geheilt sind, werde ich die anderen noch heilen und dann werde ich mit ihm sprechen hier. Okay. Danke für deine Hilfe, aber wir werden keinen Schritt weitergehen.
Wir haben die Barrikade zurückerobert und werden jetzt auf unsere Leute warten. Wenn wir mehr sind, greifen wir den Feind an. Sei vorsichtig, vor allem auf dem Friedhof. Dort sind bestimmt einige Männer in Kämpfe verwickelt. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du ihnen helfen würdest. Also, wir müssen da anscheinend noch weitere Leute retten. Die bleiben hier stehen. Die drei, die ich bisher hatte, die bleiben bei mir noch, vorläufig. Bevor wir da vorwärts gehen, werde ich noch alle Kisten hier in diesem Gebiet öffnen und mal kurz eventuell auch zurückkehren und schauen, ob ich ein neues Buch kaufen kann, damit meine Zauber etwas stärker werden. Denn hier wird es wirklich weiter happig sein. Hier oben irgendwie, wenn ich dann links rüber gehe, müsste dieser Befreundete oder derjenige sein, den wir vorhin gesehen haben, in der kurzen Einblendung, müsste zu finden sein. Aber bis wir dort sind, Okay, dann schalte ich das Mikro wieder aus und werde diese Kisten hier überall öffnen. Jawohl, zwei neue Mitspieler hier. Sie haben es beide überlebt und dann werde ich kurz mit ihm sprechen und schauen, dass ich hier in seinen Rücken drehen kann, damit möglichst viele. Ach, jetzt laufen die wieder weg. Gehen wir mal in diese Richtung. Kommt. Okay. Dich schickt der Himmel. Ich hatte schon den Atem des Todes im Nacken und die Engel haben bereits ihre Willkommenshymne angestimmt, als sich das Schicksal noch einmal gnädig erwiesen hat. Unser Leiden hat begonnen, als sich ein Fremder vor ein paar Tagen nach der Burg erkundigt hat. Das war ein seltsamer Kerl, sehr groß und kräftig gebaut.
In dieser Gegend trifft man solche Leute nicht oft. Aber am merkwürdigsten waren seine Augen. Es schien, als würde er mit den Augen sprechen, anstatt mit dem Mund. Wahrscheinlich hat er sich zu den drei Türmen aufgemacht. Die Mächte der Hölle wüten dort, und es heißt, sie würden ein großes Geheimnis bewahren. Ja, ist doch beruhigend, Schwarmfische zuzuschauen, wie sie ihre Kreise drehen hier. Okay, aber ich möchte ja auch weitergehen. Dies ist nun dieser besagte Friedhof hier, der gefährlich ist, und er ist wirklich gefährlich. Nicht, dass es dort besonders starke Monster hat, aber die Anzahl ist das Problem hier. Ich gehe taktisch jetzt mal so vor, dass ich zuerst in diese Richtung gehe und mal abwarte, ob von unten jemand kommt oder von oben mir jemand entgegenkommt und die einzeln probiere wegzulocken. Und dann werde ich von dieser Richtung weiter in diese Richtung weiterfahren. Ich glaube, so hat es bisher immer mehr oder weniger gut geklappt. Ich habe 5 Mitspieler, die sollen überleben. Und das geht's eigentlich. Okay, bis nachher.
So, ich denke, das hat so einigermaßen geklappt. Mehr will ich nicht von dieser Richtung aus, sonst laufe ich voll in einen Hammer rein mit meinen Leuten hier. Mal wieder kurz verarzten. Wer ist hier? Sehe ich das nicht mehr? Ich bin versehentlich auf die Taste gekommen, hab's gelöscht. Jetzt geht's wieder. Ja. Ja, es braucht etwas Geduld auf diesem Friedhof. Das war bis jetzt gar nicht schlecht. Jetzt glaube ich, habe ich hier 1500. Das reicht ganz bestimmt für ein neues Buch. Und dann habe ich noch hier Gegenstände. Vielleicht erhalte ich damit auch noch einiges Geld. Vielleicht kann ich mir sogar zwei Bücher kaufen, aber ich glaube eher nicht. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch ein neues Zauberbuch kaufen für Eismagie, die ich hier habe. Für diesen Zauber hier, dass ich klein wenig mehr Schaden mache wieder. Ja, ich muss jeden alles ausnützen, was noch geht. Und zurück. Hier gibt es noch was weiteres zu erklären. Die Schneegeschosse sind an und für sich schwächer von dem her als zum Beispiel ein Feuergeschoss. Also wenn ich jetzt ein Feuergeschoss auf derselben Stufe hätte, würde ich mehr Schaden mit diesem anrichten. Aber der Vorteil vom Eisgeschoss ist, dass ich die Gegner, wenn sie einmal getroffen wurden, verlangsamen kann mit diesem Geschoss. Also 0,8 Sekunden sind die Gegner im Moment langsamer. Das wird auch immer, wie soll ich sagen, die Zeit, diese Verlangsamung wird je höher die Stufe meines Zaubers ist,
umso länger wird sie verlangsamen. Und dasselbe gilt dann später auch für die Eiskugel, die ich dann benutzen werde. Wenn mich ein Gegner angreift und das über die Eiskugel abgerechnet wird, wird er nur schon durch diesen einen Angriff verlangsamt. Er erhält auch ein klein wenig Schaden, aber nicht so viel wie bei einer Feuerkugel zum Beispiel oder Ätherkugel. Aber eben auch wieder mit dem Vorteil, dass sie automatisch langsamer werden. Das ist sehr vorteilhaft in diesem Spiel hier. Deshalb habe ich die Eiskugel mich für den Eissauber entschieden. Okay, dann werde ich hier noch etwas reparieren. Das reicht vielleicht nicht mal mehr. Ja. Hier. Man sieht nur einen Schadenspunkt Reparatur. Ja, das zählt sich mit der Zeit. Das wird sehr teuer mit der Zeit. Okay, aber ich habe ja erwähnt, wieso, dass ich es mal zugelassen habe hier. Es ging ja nicht anders, sonst wäre einer meiner Begleiter vielleicht sogar gestorben. Das will ich wirklich nicht. Okay, und wieder zurück. Ja, man sieht, sie werden so schnell verletzt und einfach, ich kann sie eben nicht steuern, diese Begleitpersonen hier. Die stürzen sich vorwärts in den Kampf, blindlings einfach und naja. Naja, das Spiel wurde so programmiert, ich muss irgendwie versuchen, mit diesem Problem fertig zu werden. Das hat ja bisher immer geklappt, mal besser, mal weniger gut. Aber die starken Gegner kommen ja erst noch nachher hier. Die erste Etappe wäre mal hier geschafft, auf dem Friedhof. Jetzt folgt die zweite, vielleicht muss ich noch einen dritten Anlauf nehmen. Thank you.
mein Fehler. Ich habe vergessen, hier umzuschalten. Das habe ich vergessen, aber jetzt will ich euch zuerst heilen. So, ich muss einfach daran denken, umzuschalten. Ah!
Ja, diese Aufzeichnung wird dafür etwas länger dauern, aber wir haben nur noch 9 Feinde vor uns, 9 Gegner. Und das sei doch jetzt noch zu machen. So viel Zeit braucht es sicher nicht mehr. Okay, dann geht's gleich weiter. Keine Zeit verlieren. Sofort weiter. Die Gegenstände hier, die rumliegen und so weiter, die werde ich nachher noch holen. Wie man sieht hier, ich habe alle Gegner erledigt und daher erhalte ich einen Entwicklungspunkt und den gebe ich natürlich selbstverständlich hier rein. Okay, dann schalte ich hier auf Heilen, da uns niemand mehr stören wird hier in diesem kleinen Restgebiet. Und werde mal kurz noch alle Kisten und Fässer öffnen. Okay.
In den Sümpfen gibt es zwei Höhlen, in denen für mich eine äußerst wichtige Nachricht hinterlassen wurde. Finde sie. Mein Schicksal und das Schicksal dieser bedauernswerten Welt hängen davon ab. Sei vorsichtig. Im Inneren der Höhlen halten sich höllische Bestien auf. Das wird keine leichte Aufgabe. Aber tu mir den Gefallen und du wirst es nicht bereuen. Tja, wie man sieht, habe ich zu wenig okkultes Wissen im Moment, um ein nächstes Buch kaufen zu können. Ich muss also noch viel, viel mehr reinbuttern. Aber hier, Buch des Eisschildes, das will ich unbedingt. Dieses Buch muss ich haben, so früh wie möglich. Okkultes Wissen 85, also da reserviere ich mir hier mal. Die anderen werde ich nicht verpassen, aber ich weiß nur, dass die mit den Eisschilden, Feuerschild oder Ätherschild, da kann man oft hingehen, plötzlich hat es nicht mehr und dann dauert es wieder Zeit lang, bis es wieder mal hat. Daher werde ich mir das reservieren, vorausgesetzt, ich habe genug Geld. Buch des Eisschildes, Reservation 500. Also wenn ich das dann kaufe, wird es einfach 500 Goldstücke weniger sein. Das Geld geht definitiv nicht verloren. Ich könnte mir auch gleich noch ein Schneegeschoss reservieren. 76, ja, mache ich doch gleich noch. Ja. So. Egal, was jetzt passiert, wie sehr sein Inventar hier ändert, wenn ich das nächste Mal hinkomme, die Reservierten, die werden immer da sein. Die werden jetzt ab jetzt immer in seinem Lager hier vorzufinden sein. Reparieren muss ich nichts. Tränke brauche ich im Moment auch keine. Aber ich habe doch einen Ringhaken, genau, nicht identifiziert. Ich kann diese Ringe und diese Gegenstände, die unidentifizierten, kann ich nie selber identifizieren. Es gibt keinen Zauber und nichts dafür. Die muss ich von einem Händler machen lassen, sonst weiß ich nicht, was es ist. Zwei zur Gewandtheit brauche ich auch nicht unbedingt, aber ich behalte ihn mal. Das ist immer gut, wenn ich etwas geschickter hier bin, obwohl es mir selber nicht viel bringt. Später werde ich beide Ringe zum Veredeln der Gegenstände benutzen. Also ich werde die so oder so nicht verkaufen. Ich werde die dann einsetzen, wenn ich Gegenstände veredeln lassen will, weil ja, wie schon erwähnt, Tränke und Ringe, die ich dazu nehme zum Veredeln, senken den Preis der Veredelung. Und mit der Zeit brauche ich ja, wie erwähnt, auch schon keine Heiltränke mehr, sobald ich dann endlich dieses Schild anwenden kann. Also ich brauche okkultes Wissen 85 und hier zum nächsten 76. Mal schauen. Ich habe 72. Okkultes Wissen, das kann ich beim nächsten Level kaufen. 85 sind 13. 4 pro Level. Also dann werde ich noch 5 Level warten müssen, bis ich das endlich einsetzen kann. Bis ich das Buch endlich benutzen kann. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich das noch nicht benutzen kann, werde ich es dann so bald als möglich auch einkaufen, damit ich es gleich im Inventar, sobald ich diesen Level erreicht habe, dass ich das sofort einsetzen kann, dieses Buch oder diesen Zauber. Okay, hier gibt es nichts mehr zu... Nein, ist ein Gespräch, muss ich noch führen hier mit Tesla. Er weist mich sehr wahrscheinlich auf ein neues Gebiet hin, das ich dann durch diese Höhle betreten werde. Also Tesla. Du hast dich in Kleinberg tapfer geschlagen.
Jetzt werden wir sehen, wie du in einem noch gefährlicheren Gebiet zurechtkommst. Um die Burg zu erreichen, musst du dich zu einer Brücke über die Sümpfe durchschlagen. Es wimmelt dort nur so von Feinden. Und als wäre das nicht genug, ist das Gebiet mit schwarzem Äther durchsetzt. Dort lebt eine Kreatur, die von den Menschen Herrscher der 1000 Tentakel genannt wird. Wir kennen ihren richtigen Namen. Hydrops. Ein äußerst gefährliches und hinterhältiges Monster. Man sagt, es kann verschwinden und blitzschnell an einem anderen Ort wieder auftauchen. Wir wissen, dass diese Kreatur für die hohe Konzentration an schwarzem Äther in dieser Region verantwortlich ist. Wenn du sie tötest, hast du uns allen sehr geholfen. Ja, wunderbar. Hydrops, das ist der Gegend, den ich schon mal erwähnt habe. Bei dem werde ich eine Unmenge an Mana trinken. Verbrauchen auf 10 Reihen hier nicht. Genügen gegen dieses Monster nicht. Das ist wirklich schwer zu schlagen. Aber ich bin froh, ich habe doch keine Begleiter mehr. Ja, also zumindest gegen diesen Gegner. Ich weiß nicht, wann ich den nächsten Begleiter oder die nächsten Begleiter halten werde. Gehen wir kurz zurück. Denn diese hier werden mich verlassen, sobald ich das Gebiet hier verlasse. Die bleiben immer zurück. Das ist bei jeder Begleitperson hier so. Die bleiben nur bis zu gewissen Eckpunkten bleiben sie bei mir. Oder wenn ich das Gebiet verlasse, dann bleiben sie zurück. Und ich glaube auch, wenn ich dieses Gebiet betrete, kann ich noch zurückkehren. Hier könnte ich theoretisch, aber das bringt mir hier nichts mehr. Hier ist alles erledigt. Ich habe alle Gegner erledigt. Ja, deshalb werde ich hier nochmal abspeichern, das letzte Mal. Und ich werde das auch titulieren mit hier, denn ich werde diese Aufzeichnung hier beenden. Jawohl. Also, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.